Nicht lieb. Ach so. So, ihr könnt wieder ganz locker anfangen. Ja, ja, machen wir das sowieso. Ich kann vor Kamera, also nicht sprechen. Kameras machen mich nervös. Deswegen habe ich versucht, dieses Jahr sympathischer zu wirken. Nein, echt jetzt. Noch sympathischer. Ganz locker. Oh Gott. Ja, so darfst du das aber überhaupt nicht machen. Da bist du dann schon außerhalb der Greenscreen, glaube ich dann, oder? Wo gehst du bei deiner Hose eigentlich? Du musst sagen, dass man kein Grün tragen darf. Ich hab doch kein Grün an. Ja, aber stell dir mal vor, ich würde Grün tragen. Wie müssen wir denn? Was ist denn überhaupt zu sehen? Wie wir uns hier so das Ding? Was sieht man bis vorhin? Nee, das sieht man nicht. Also, da sitzt du so oder so. Das, deswegen sind es Bügelstühle. Okay. Außerdem wird auch noch hier. Ne? Okay. Und dann ist der Bügelstuhl so schön da hinten dran. Ne? Muss ich schön anlehnen so? Das kannst du natürlich versuchen, das Problem ist, irgendwann fliegt der um. Ja, aber sieht ganz natürlich. Sieht doch ganz natürlich aus. Oder liegt der Greenscreen drin. Hör mal auf, der fläht sich mich dann auch an am Schluss. Los, machen hier! Die Nervosität steigt. Ach, oh, nur die Ruhe. Ganz ruhig, jetzt macht er erstmal also cool. Fotos. Also cool, eine Frage, nee, das war doch nur eine Kamera. Also das warst du, das war eher so geil. War deine Hand leider gegen die Kamera. Aber ich habe auch gedacht, dass ich da jetzt... Hast du auch eine Karte drin? Von der Sabine jetzt eine reingelegt. Oh, du ohne Hut? Das ist direkt... Das hat sich alles erlaubt. So ganz ungezügelt dieses Jahr. Ungezügelt? Ja, drei Wetterkraft. Er hält die Frisur auch ohne Hut. Oder auch nicht. So. Mhm. Wir können eigentlich... Jetzt hat er Fotos gemacht, ja. Erstes Interview gestern geführt. Ja, so mittendrin wurden mal Fotos gemacht. Und dann hört man so richtig schön. Klick, klick, klick. Ach nein, verdammt, stimmt. Das habt ihr gut abgeschaut. Deswegen haben wir jetzt gesagt, gut, das machen wir jetzt nicht mehr, sondern machen die Fotos vor dem Interview. Und da werden wir uns da eigentlich. Bei solchen Stößen muss ich immer an Helge Schneider denken. Der Künstler präsentierte sich ausgelassen in einem Plastikzelt. Okay. Aber warum nicht? Jetzt kommt er nicht mal raus. Nein. Diese Show, die Helge Schneider gemacht hat, war in so einem Plastikpavillon, weißt du? Also er präsentierte sich ausgelassen in einem Plastikzelt. Lecker Tee. Warum habe ich da auf einmal ein Bild von so einem so Sadomaso-Schnitt, die da in so einem hautengen Plastikzelt hat? Aber Plastikzelt ist auch genau das Gegenteil. Ja? Ein Zelt. Ich bin eine sehr große Frau nicht. Ja, okay. Okay, das Zelt variiert mit der Person. Die Größe des Zelts, ja, variiert. Hast du überhaupt einen drauf gedrückt? Jo. Du warst schon längst. Das läuft ja schon die ganze Zeit. Laufen wir schon oder sitzen wir noch? Ihr lauft. Wir laufen. Ich sehe, wir sind wahrscheinlich schon einige irgendeinen Scheiß rein, also der T-Rex da von hinten. Wir können ja alle einblenden, was ihr wollt. Ja, eben. Und deswegen auch die Grafiken, ne? Die Bilder. Ja, das stimmt. Wenn wir sie nicht schicken, kriegen wir irgendwelche Nacktfotos von irgendjemandem. Hör mal, was hältst du denn von uns? Das ist doch gar nicht das Beste. Bei deinen Grafiken, Felix. Boah. Jetzt hast du aber die unmöglichen Gedanken. Hast du das gehört? Hey, es hängt doch von der Grafik ab. Variiert mit der... So, wir brauchen da überhaupt gar keine Fragen. Wie geht's dir denn? Wir sitzen mal wieder zwei Jahre später wieder im Interview mit dir. Ja, sind wir schon wieder zwei Jahre älter und grauer und überhaupt. Wieder für den Flash. Das ist echt schlimm, was ich für graue Haare bekommen habe. Aber das hängt jetzt mit der Splash-Page-Arbeit zusammen oder privat? Eher mit der normalen Arbeit. Die ich okay. Ich glaube, es wird wirklich wieder so ein Interview. Er stellt ja keine Fragen. Ja, aber wir müssen erstmal anfangen. Erstmal muss ich einen Sprecher machen. Wie ist denn so die Entwicklung bei Splash-Page die letzten zwei Jahre? Jetzt lass ihn doch mal, wir werden nie fertig. Wir sitzen hier drei Stunden und...
stell dir eine erste Frage. Jetzt mach ich jetzt mal erstmal den Einsprecher. Machst du den Einsprecher? Ja, sicher, ey. Ja, macht das Moderator nicht, dass er erstmal die Leute begrüßt? Keine Ahnung. Ja, siehst du. Ein guter vielleicht schon. Gut, dass du diesen Spruch gemacht hast. Ich wollte schon was. Okay, ich sollte ein paar blöde Sprüche auch dir überlassen, sonst wirklich wieder unsympathisch. Wenn er lacht, dann nicht. Okay. Also um 7 machen die zu, gell? Ja, ja, das ist ja das Problem. Aber ihr habt ja Presseausweise, das ist ja geschickt. Ja, wir wissen jetzt aber auch noch. Hast du auch noch nie in Erfahrung gebracht, wie wir es jetzt nach dem Icon-Preis machen können? Nochmal reinkommen oder wie? Ne? Willst du auch noch davor auf die Kamera? Komm. Außerdem hat ihr ein Hemd mit dem S drauf. Das habe ich extra noch umgezogen. Ich glaube schon, sonst würde er durchsichtig werden. Ja, eben. Und Loch in der Brust. Obwohl, da könnte man dann das Herz da rein machen, ne? Okay. Jetzt hat er Kupferscherz hier. Ja. So. Bernd Glasstein und der Kupferscherz. Sonst kriegt man den Einsprecher nicht hin. Outtake Nummer 1. Outtake, ja, genau.